Servus zusammen, heute geht es um diese zwei Aladdin-Pfeifen. Zum einen zu meiner Rechten, zu eurer Linken die A36 und hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten die A46. Wir schauen an, wie ist das Ganze aufgebaut, was unterscheidet die Modelle, was macht sie besonders. All das erfahrt ihr jetzt im Video. Ich würde sagen, wir packen zuerst die A36 an, aus, nicht an. Dazu öffnen wir erstmal den Pappkarton. Digga, perfekt. Direkt mal ins Fettnäpfchen rein. Wir sehen hier rechts MVP A36 Clear Pattern. So heißt das ganze Modell. Wir packen es hier aus. Hier erstmal ganz normal mit Schaumstoff. Und hier haben wir nochmal Luftpolsterfolie drin. Hier der MVP typische Teller mit einer kleinen Rille drin. Finde ich zum Abklopfen immer ganz nice. Ist aber kein Aladdin-Logo oder so drin, so ganz schlicht gehalten. Hier haben wir noch eine Aufbauanleitung. Dann MVP typisch, es kommt immer alles im Komplettset, das heißt, ihr braucht eigentlich wirklich nichts mehr, außer letztendlich einen Kopf, Kohle und Tabak. Wobei, Kopf könnte auch drin sein, wir schauen mal. Als nächstes dann hier den Schlauch. Dann haben wir hier eine Schlauchfeder, dass eben nichts knicken kann. Ich zeige es mal noch hier in die Kamera, ich hoffe, das ist gut. So, dann haben wir hier nochmal ein Mundstück. Können wir direkt mal auspacken. Hier haben wir direkt dann ja, ein Aladdin-Logo hier drin. Und außerdem, das finde ich ganz nice, so wenn man es so in der Hand hat, dann liegt es wirklich gut drin, hat eine gute Länge. Für manche vielleicht etwas zu klein, wenn man so zieht. Aber mir persönlich gefällt es von der Länge her. Dann, was haben wir noch drin? Hier ein Zänkchen. Eine ganz klassische Zange, wie man sie halt kennt. Wie man sie auch im Shisha-Shop seines Vertrauens für ein paar Euro erwerben kann. Noch mit so einer leichten blauen Folie. Kann man aber abziehen. Dient einfach dazu, dass keine Kratzer reinkommen. Und jetzt zum interessanten Teil. Die obere Ebene ist geöffnet. Jetzt kommen wir zur Bowl. Ich bin gespannt. Ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal. Und crazy, oder? Was sagt ihr? Sieht irgendwie, erinnert mich so ein bisschen an so eine Vase. Hat mega tiefe Cuts drin, die glaube ich eher mit einer Form anstatt mit Hand reingemacht wurden, aber es kommt trotzdem richtig gut zur Geltung. Wenn man die sich mal hier so von oben anschaut, aus der Perspektive, dann sieht man wirklich, dass es richtige Kanten sind. Hier unten drunter nochmal das Aladdin-Logo. Sehr, sehr schön nochmal rein in die Form. Hier haben wir eine Base. Die Base sieht, erinnert mich ein bisschen an einen anderen Hersteller. Ihr kennt es wahrscheinlich LTS-Hooker. So in die Richtung geht es. Hat aber eine sehr schlichte und gleichzeitig zeitlose Form. Jetzt interessiert mich noch, wie die Rauchsäule aussieht letztendlich, die dann da drauf geschraubt wird. Also wo ist sie? Hier haben wir nochmal Schliffanschlüsse für die Rauchsäule oben. Und hier die Rauchsäule. Wir schrauben das Ganze einfach mal drauf und schauen es uns genauer an. So sieht das Ganze dann aus. Aladdin auf der einen Seite, auf der anderen Seite das MVP-Logo. Dann wie gesagt hier noch der Schliffanschluss. Ja, und noch etwas Zubehör. Ich würde sagen, ich packe jetzt die andere noch aus. Blende es euch gleich ein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Pfeife läuft und dann zeige ich euch, wie die geraucht wird. In dem Sinne, bis gleich. So Freunde, beide Pfeifen stehen. Ich muss mich korrigieren, ein Kopf wurde mitgeliefert. Die sogenannte Optimus Bowl, soviel ich weiß in der Eco-Variante, mit einem Einlegesieb. Dieses Sieb legt man quasi rein und jetzt hat man die Innenseite vom Funnel. Beziehungsweise, wie soll ich sagen, das ist eine Mischung aus normalem Tonkopf und Funnel. Weil die Molasse kann sich hier in diesem Kopf ansammeln, weil da wirklich nur ein Loch drin ist. Aber gleichzeitig baut man ihn eigentlich wie einen normalen Tonkopf. Einfach locker fluffig reinfallen lassen und dann nachher das Sieb drauf mit Kamin. War alles mit dabei. Wir bauen jetzt mal das Köpfchen. Zuallererst empfehle ich euch immer etwas umzurühren, weil es meistens so ist, dass die Molasse sich etwas nach unten absetzt und dann holt man das mit dem Durchrühren etwas wieder nach oben. Dann lassen wir ihn locker reinfallen
locker fluffig. Bauen so in etwa Rand hoch, wirklich ganz, ganz locker reinfallen. Tabakbedarf schätze ich so circa auf, sagen wir mal 20 Gramm, sowas um den Dreh. Wir lassen es, wie gesagt, ganz locker reinfallen. Verteilen das Ganze jetzt hier noch ein bisschen mit dem Stecher. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Pfeife raucht. So, Freunde, ein, zwei Züge wurden genommen. Die A36 läuft, die A46 neben mir, um euch ein paar Sachen im Detail dann zu zeigen. Vorab die Verarbeitung. Ich habe jetzt keine Mängel feststellen können und die Schliffe laufen sehr, sehr sauber. Also da kann ich mich gar nicht beschweren. Wir haben einerseits im Teller einen Schliff, andererseits im Anschluss, was ich sehr angebracht finde. Preislich liegt das Ganze die große bei ca. 100 Euro und die kleine bei 90 Euro, was sehr fair ist. Ihr habt noch die Möglichkeit mit dem Code S4E bei Aladdin zu sparen. Wie die ganze Pfeife aufgebaut ist und wie sie vor allem auch vom Durchzug ist, sage ich euch jetzt. Wie ihr gerade schon gehört habt, die Pfeife blubbert leicht, aber nicht extrem. Das Ganze hängt damit zusammen, wir haben hier einen verstellbaren Diffusor. Ich mache das Ganze mal so. Das heißt, wir können es auf verschiedene Stufen stellen. Wir haben drei unterschiedliche Stufen und hier drei Einkerbungen, wo man dann immer die unterschiedlichen Stufen einstellen kann. Ich rauche gerade auf der zweiten Stufe. Man könnte auch komplett offen rauchen oder komplett zu. Das bleibt dann immer der persönlichen Präferenz überlassen. Bei der A36 braucht man sehr, sehr wenig Wasser. Ich würde schätzen, es sind so ca. 150 ml. Bei der etwas größeren so 200, 250 ml. Daran könnt ihr euch etwas orientieren. Macht den Wasserstand immer circa so, ich würde sagen, so einen kleinen Finger über das Tauchrohr letztendlich oder über den letzten Luftverschluss, den ihr dann habt. Der Durchzug, wenn 1 wirklich ist wie an einer schweren Dralli zu ziehen und 10 ist wie atmen, ich würde sagen, man muss schon definitiv was dafür tun. Ich würde es bei einer soliden 6 einordnen. Wenn man es aber aufs komplett offen macht, dann kommt man vielleicht auf eine 7. Wenn man es jetzt komplett zumacht, kommt man auf eine 5. Da hat man etwas Varianz durch den verstellbaren Diffusor. Wir haben jetzt hier gerade vorhin schon den Kopfbau gemacht mit der Optimus Bowl und drei Kohlen drauf. Ich muss euch aber sagen, ich habe jetzt nicht das Kohlesieb genommen, was mitgeliefert wurde, sondern eigenes. Weil ich würde euch empfehlen, dieses Kohlesieb zuerst mal ausbrennen zu lassen, das heißt drei Kohlen drauf und dann gehen diese ganzen Produktionsinhaltsstoffe raus aus dem Sieb und das würde ich euch definitiv euch und eurer Gesundheit empfehlen, das zu machen. Bei dem Kopf ist es so, er braucht ein bisschen Zeit, bis er warm wird. Merkt man auch jetzt am Anfang, hat es relativ wenig geraucht, jetzt wird es immer mehr. Liegt einfach daran, dass sich der Ton erwärmt und dann dementsprechend auch der Tabak mehr Hitze bekommt und auch einfach mehr Rauch entsteht. Was gibt es jetzt zu sagen zu den A-Modellen? Wir haben hier generell eine sehr schlichte Rauchsäule auch, also sehr elegant schlicht. Hier hat man so eine leichte Einkerbung, nicht verspielt. Es geht wirklich in die elegante Richtung. Mir persönlich gefällt die Bowl sehr, sehr gut. Wir haben hier Cuts drin und wie gesagt unten noch das Aladdin-Logo. Alles in allem eine sehr stimmige Pfeife. Wem würde ich jetzt die Pfeife empfehlen? Wie gesagt, die Pfeife kommt im Komplettset, das heißt Schlauch, Mundstück, Schlauchfeder, im Prinzip alles so, wie es hier steht, so wird die Pfeife geliefert, was eigentlich schon phänomenal ist, eigentlich noch Kohle und Tabak zu kaufen, dann könnt ihr loslegen. Das heißt, vor allem für Beginner oder auch als Zweitpfeife ist die Pfeife sehr, sehr entspannt. Wir haben einen Anschluss, sie haben aber Weiterbau auf zwei Anschlüsse, das heißt, ihr könnt euch bei Aladdin unter Zubehör noch einen zweiten Anschluss dazu kaufen. Das heißt, beide Pfeifen sind generell auf zwei Anschlüsse erweiterbar, was ich persönlich sehr angenehm finde. Man hat auch die Möglichkeit durch ein leichtes Auspusten, wie wir jetzt hier sehen können, die Bowl komplett zu entleeren. Das heißt, der alte Rauch wird aus der Bowl entfernt. Das Ganze findet den Fachbegriff Closed Chamber, ist auch verbaut. Die Pfeife ist wie schon vorhin gesagt, gute Qualität. Ich kann es euch empfehlen, vor allem für Einsteiger, es ist eine Top Einstiegspfeife. Und wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne ein Like da lassen, Kommentar, falls ihr noch eine Frage habt. Ich beantworte jedes Kommentar. Und falls euch mein Stil, wie ich jetzt dieses Unboxing gemacht habe und ihr generell an Pfeife rauchen oder generell an Shisha interessiert seid, sehr gerne ein kostenfreies Abo da lassen. In dem Sinne,
Euch einen schönen Tag, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video.